Jetzt kommen wir zu dem dritten Video. Und im ersten habe ich ja die Rasierer vorgestellt mit so einem kleinen Unboxing. In dem zweiten Video dann die Rasierer selber, wie die so von der Rasur her waren. Welches Gerät war gut, welches Gerät war weniger gut. Und jetzt wünsche ich mal viel Spaß mit dem letzten Video. Hier wollte ich jetzt mal ein paar Rasierklingen vorstellen. Das ist eigentlich eine günstigere Alternative zu den teuren, die man so kaufen kann. Okay, die meisten benutzen die wahrscheinlich fürs Gesicht. Wir haben einmal von Wilkinson Extreme 3 Sensitiv. Das ist so ein 6er-Pack, kostet ca. ich glaube 4,50 € bis 5 Euro. Dann auch nochmal von Wilkinson Sword Extreme 3 Coconut Cream. Ich denke mal, das wäre was für Frauen. Auch 6 Stück drin, auch zwischen 4,50 und 5 Euro. Die sind aus dem Lidl. Da sind nur zwei Klingen verbaut, sage ich mal. Und zwar kostet dieses Pack 3,99. Es gibt im Lidl auch hochwertige Rasierer zum Kaufen. Zum Beispiel diese hier, nennen sich Shark 2.0. Auf der linken Seite sieht man, ich sag mal, das Starterpack. Da ist der Rasierer dabei mit zwei Rasierköpfen. Und auf der rechten Seite kann man die Klingen dann nochmal einzeln kaufen im Viererpack. Das Ganze kostet dann jeweils 4,95. Die sind jetzt aus dem Aldi, auch 4,95. Ist genau dasselbe halt mit einer anderen Bezeichnung. Und jetzt holen wir die Rasierer mal raus. Den habe ich schon vorbereitet. So schauen die drei jetzt aus. Ich mache mal gerade den Schutz hier ab. Also hier sind, wie gesagt, das sind die billigen halt mit zwei Klingen. Die beiden haben drei Klingen. Ich weiß jetzt nicht, wo da der Unterschied ist, weil eigentlich sehen die fast gleich aus. Okay, ein bisschen vom Design her anders. Aber so von der Form her, ja, oben ist diese Schicht hier, dann kommen die Klingen und hier ist nochmal so eine Schicht. Gut, vielleicht ist das jetzt halt rosa für Frauen, grün für Männer und deswegen bezeichnen wir es auch anders. Naja, ist ja egal. Die nehme ich immer für die Arme, muss man aber aufpassen. Hier an diesen Stellen schneidet man sie schnell und die nehme ich jetzt immer für die Beine. Zeige ich gleich auch mal. Wie gesagt, sind halt viel, viel, viel günstiger als die teuren, die man sonst so kaufen kann. Dann haben wir noch Rasiergel. Einmal das von Gillette, das ist halt was teuer, ich glaube 2,50 Euro aufwärts, also zwischen 2,50 € und 3 Euro müsste das kosten. Das hier ist aus dem Lidl, 1,79, ist auch ein Rasiergel. Und dann haben wir noch den Rasierschaum aus dem Aldi, denk mal, der liegt auch so zwischen 1,70 und 2 Euro. So, ich habe alle drei jetzt schon mal geschüttelt. Jetzt nehmen wir mal warmes Wasser zum Saubermachen, also von den Klingen zwischendurch. Nehme ich immer so eine alte Zahnbürste und mache immer so die Haare weg. So, nehmen wir mal hier von Gillette das Rasiergel. Machen wir mal ein bisschen hier drauf. Das flutscht nur so. Kann man auch sehr gut verreiben. Ist halt das teuerste von den dreien. So, muss man gerade die Hände ein bisschen sauber machen. So, das mache ich nachher für die Beine. So,
Das ist jetzt der vom Lidl mit den zwei Klingen. Mal gucken, ob man das so sieht. Und da kann man dann halt, ja, siehst du mal, die Arme jetzt mit prima rasieren, weil die halt viel kostengünstiger sind. Hier an diesen Stellen müssen wir mal aufpassen, hier vorne, da auch. Ja, aber klappt prima. Ja, jetzt benutzen wir mal den Rasierschaum aus dem Lidl. Darauf achten, dass die Hand nicht nass ist, weil sonst kann man den Schaum nicht so gut verreiben. Oh, da habe ich ein bisschen viel genommen. So, auch sehr ergiebig, sieht aus wie so eine Gesichtsmaske. Sehen wir mal hier mein Hühnerbein. Verreiben das hier mal alles. Und jetzt muss man Wasser anmachen. Und jetzt nehmen wir mal einen von diesen Wilkinson-Rasierer. Nehmen wir den mal für Männer. Und dann kann man sich jetzt prima den Huf mit rasieren. Dann holt man hier gerade die Zahnbürste, macht so ein bisschen die Haare weg und dann kann man direkt weiter rasieren. Jetzt nehme ich mal den anderen, aber ich denke mal, da gibt es keinen Unterschied, was die Rasur betrifft. Ich denke, das ist einfach nur eine für Männer und eine andere für Frauen. Aber ich muss sagen, das Rasiergel, das ist richtig gut. Also das günstige jetzt hier vom Lidl. Ja, zu guter Letzt der Schaum aus dem Aldi. Aber da kann ich jetzt noch sagen, der ist nicht so prickelnd. Den habe ich schon mal ausprobiert, den habe ich schon mal länger. So, nehmen wir mal wieder den Huf. So, Wassermarsch, Skalpell her, lässt sich da damit rasieren, ganz gut. Nehmen wir mal nochmal den Lady Shave, aua, das habe ich geschnitten, scheiße, ah, Schmerz. Das war jetzt der Vorführeffekt, weil ich zu hastig war, normal passiert das mit denen nicht. Also den Lady Shaver, das mache ich ganz zart, ja, geht auch. Das war halt der Vorführeffekt jetzt. Ja, was gibt es zu den Rasierklingen und zu dem Rasierschaum bzw. Gel zu sagen? Für die Beine würde ich die Wilkins Sword Extreme 3 empfehlen, weil die halt sehr günstig sind. 6 Stück, ca. 4,50 bis 5 Euro. Man kann mit einer Klinge jeweils beide Beine rasieren. Für die Arme, Bikinizone Bernd Eichinger, diese hier vom Aldi, kosten 3,99 und da sind jetzt noch 20 Klingen mit dabei, reicht locker für beide Arme und was sonst noch übrig bleibt. Rasierschaum bzw. Gel, es muss nicht immer das teure sein von Gillette. Wie man eben gesehen hat, ist das aus dem Lidl, Rasiergel von Kien oder Cheyenne oder wie es auch immer heißt, auch sehr gut. Was ich jetzt nicht so toll fand, war der Rasierschaum aus dem Aldi. Den würde ich jetzt nicht mehr benutzen. Ja, ich hoffe mal, ich habe euch vielleicht weitergeholfen. Und dann bis zum nächsten Mal. Oh, das blutet wie Sau. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Wie gesagt, Vorführeffekt halt. Jetzt wollte ich euch noch was zeigen, was man nach der Gesichtsrasur prima nehmen kann. Einmal dieses Produkt hier, Nivea for Men Skin Energy Feuchtigkeit Gel, Soforteffekt mit Q10. Und einmal Nivea for Men Revitalisierendes Feuchtigkeitsgel, auch mit Q10. Das ist jetzt so eine 50 mm Packung, wie man hier sieht. Und das sind diese kleinen, die gibt es im 3x15er Pack zu kaufen bei Amazon, derzeit aber leider nicht lieferbar, weil die halt viel günstiger sind, als wenn man so eine große Packung kauft. Habe ich aber bereits schon in dem ersten Video gezeigt. Und jetzt zeige ich mal, wie man die am besten aufträgt. Ich weiß, selber filmen ist immer ganz toll. Also hier einmal die Dose. Macht man dann hier so ein bisschen drauf. Die muss man pumpen, weil neu ist. So, dann kann man hier oben einmal sich so ein Pünktchen setzen. Hier kann man einen Punkt setzen. Dann kann man hier noch einen setzen. Hier unten
So, da kann man halt hier jetzt prima verreiben. Dann hier so verreiben. Hier der Rest und noch im Nacken. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Bei der kleinen Tube ist genau dasselbe. Okay, jetzt habe ich das Zeug schon im Gesicht drin. Drückt man hier vorne raus und macht dann genau dasselbe Pünktchen hier, da, verreiben. Und das war dann. Und schon seht ihr nach einem halben Jahr 8 Jahre jünger aus. Ist er nicht genial?